Dunkel ist es geworden, aber wir waren auch lange auf der Jagd. Und jetzt wollen wir einen Hubschrauber klauen. Das haben wir euch in der letzten Folge versprochen. Hier ist er. Gab es da nicht so einen Rap-Song? Was? Das haben wir euch in der letzten Folge versprochen. Wie soll denn der gehen? Damit irgendwie auf der Jagd. Ach, das ist hier absolute Beginner oder so. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd und so. Den kenne ich nicht. Ich kenne zwar ein paar Lieder von absolute Beginner, aber nicht so viel. Ist der nicht, ich weiß nicht, wie halt! Das ist. Wow. Jetzt ist auch wieder mehr los auf dem Great Ocean. Ja. Na, jetzt haben sie, jetzt haben sie gehört, hier. Da singt einer Beginner. Nee, den fahren wir tot. Der ist jetzt fertig mit der Jagd. Achso. Jetzt können wir wieder rumfahren. So fährt der mit Handschuhen Auto. Wahrscheinlich sperrt die Polizei sowieso hier die Straßen ab, wenn einer jagen geht. Schau mal, hast du diese gelben Lichter gesehen vorne? Nee. Ja, auch. Drei Fahrzeuge, drei unterschiedliche Lampen vorne drin. Ist das mit den unterschiedlichen? Ja, angeblich. Oh, guck dir mal diese Wolkenfront an da hinten. Oh ja. Das fand ich ja bei Red Dead mit am geilsten. Also da war der Himmel ja eh schon super. Aber wie da die Wolken auch zum Wetter gepasst haben. Zum Beispiel wie die Wolken aussahen, nachdem es geregnet hat. Die sahen halt aus wie Wolken, nachdem es geregnet hat. Das ist super. Das haben sie hier bestimmt auch wieder drin. Oder hier zieht gerade was auf. Ja, müssen wir das gleich mal abwarten. Aber da fährst du eh drauf zu. Ob es wohl auch Tornados gibt irgendwo? Na, so ein bisschen Unwettermäßiges gibt es nicht, aber gibt's schon, aber Tornados, glaube ich, gibt es nicht. Das wäre ein bisschen krass, oder? Da hätten sie, müssten sie da in diesen Trailerparks ja richtig. Müsste ja alles ganz schön kaputt gehen können. Ja. Mal sehen, ob er umschaltet. Ach so, mag er ja nicht, gell? Ja, mag er nicht. Aber der Song ist doch ganz gut. War das gerade ein Blitzer? Keine Ahnung, aber links hinter dir sind drei Feinde auf der Karte. Hä, wie? Frage ist, da starten man gerade drei rote Boller. Wenn, so ich jetzt hier zurückfahre, sind die wahrscheinlich weg. Keine Ahnung. So lange hält die Welt sich ihre Spawn-Sachen dann auch nicht bereit. Aber drüben wäre eine Jagdmission, was wäre denn das gewesen? Keine Ahnung. Also sah wirklich aus wie ein Blitzer kurz. So aufleuchtete, aber ist ja auch nichts. Schau doch mal den Mond an, mal eben. Dreh doch mal die Kamera, ne? Wow. Echt schön. Von dem, wie unterschiedlich die Wolken sich auch bewegen. Ne? Ja. Sieht zwar jetzt so ein bisschen aus, als wären sie ausgeschnitten und da aufgeklebt. Aus dieser George Michael, oder? Ja. Ja, klar. Ja, dann. Angeblich würden auch andere Autos einen anblinken, wenn man nachts ohne Licht fährt. Aber uns ist das noch nie passiert. Hier im Let's Play nicht. Und als wir letztens diese Liste gemacht haben mit 50 kuriose Dinge in GTA. Das dachte ich, die Liste mit 50 waren witzige Dinge, die wir schon immer mal machen wollten. Und dann ohne Licht über die Landstraße und so. Da haben wir es auch ausprobiert, weil wir haben tatsächlich die Sachen ja. Also es gab ja diese Listen schon. Da kursierten halt aber auch ein paar Sachen, die nicht stimmten. Die einfach. Also zumindest konnten wir sie nicht heraufbeschwören. Mhm. Deshalb haben wir halt ein paar Sachen gestrichen, die man nicht selbst nach ewigem Probieren nicht hinbekommen hat. Aber vielleicht geht das ja dann doch irgendwann. Aber wir wollten sie halt gerne bestätigt haben. Gibt es da wohl verschiedene Mondphasen? Weil jetzt ist ja ganz klar Vollmondlicht. Das bestimmt. Bestimmt. Also ich glaube, ich wäre, wenn ich jetzt bei Rockstar arbeiten würde und mir aussuchen könnte, welchen Job ich da gern hätte. Der Mondanmaler. Nee, ich wäre gerne in dem Department, das sich um die Welt kümmert, die nichts mit irgendwie, wie funktionieren die Waffen, wie ist das Fahrverhalten, sondern nur so Sachen wie Beleuchtung, Wetter und so Sachen, sich damit befasst. Weil du da, glaube ich, wenn du das recherchierst, total aufmerksam durch die Welt gehen musst und immer, keine Ahnung, zu allen möglichen Tageszeiten Fotos machen und dann irgendwelche Farbspektren abstimmen und so. Wir haben ja ein paar Spieleentwickler bzw. Leute, die mit 3D-Grafik was am Hut haben da draußen. Gab schon Kommentare über einen, der sich gewundert hat, dass wir uns so über die Wassereffekte und Wassershader freuen. Für ihn sei das Alltag und er sieht es schon gar nicht mehr, dass das geil aussieht oder für ihn ist es nichts Besonderes. Ja, aber so oft hast du es ja in Spielen nicht so exzessiv umgesetzt. Nee, also, dass mehr geht, so wissen wir ja. So, ja, dass mehr geht, ist schon klar. Aber die meisten Entwickler können sich das ja nicht leisten, da so viel Ressourcen reinzusetzen. Aber dann, deswegen würde es mich ja gerade interessieren, ob von, das wenn wir aber, so einen Spieleentwickler Zuschauer haben oder Leute, die sich mit sowas auskennen, wenn ich da jetzt reinfahre, ob es da Leute gibt, die auch dann war's mal mit so Sachen wie Lichtstimmungen und Wetter und so betraut waren und wie man sowas recherchiert und wie man sowas dann im Spiel umsetzt.
Welche Farbe hat zum Beispiel oder wie beleuchte ich jetzt eine Landschaft, dass es aussieht, als sei es Vollmondlicht, das da drauf scheint und so. Ne? Hätte ich Opa mal fragen müssen, weil der konnte das als Maler, aber der kann ich jetzt nicht mehr fragen. So, Freunde der Nacht. Du willst jetzt da rein, richtig? Ich will da rein. Deshalb muss die Mauer hier weg. Aber ich weiß nicht genau, wie ich da reinkomme. Weil ich glaube, dass das ganze Ding Sperrgebiet ist. Mach doch ein paar Demos. Fällt dann schon die Mauer. Ja, nicht so einfach. Fahren wir erstmal das Gelände ab und schauen. Das ist aber eine ganz schön umfangreiche Basis. Ja, ja. Das hat jetzt gleich was von Metal Gear im Neuen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob dieses Ground Zeroes vielleicht tatsächlich ein Download-Spiel wird. Als Vorbereitung für das, wie heißt das, Phantom Pain. Mhm. Mich juckt das halt gar nicht, aber... Auch mal gucken. Bestimmt ein gutes Spiel, aber ich habe alle Vorgänger nicht gemocht. Also das vierte und das dritte fand ich richtig gut. Vom ersten, von dem, also nicht vom ersten, aber vom ersten Metal Gear Solid, so rum, war ich ja ein bisschen enttäuscht, weil ich so überrascht war, dass das so kurz war. Dann warst du da irgendwie aus dieser Shadow Moses Base raus und ich dachte, ah, jetzt kommt das zweite Kapitel oder so. Und dann war das vorbei. Das war aber noch aus einer Zeit, wo einfach Spiele länger waren, aber dafür natürlich nicht so intensiv gebaut. Ey, sag mal, ja. Das glaube ich tatsächlich... Muss ich die denn irgendwie auslösen, die Musik? Klau den Cargo, Bob. Aha. So, also du musst irgendwo... Ach nee, das ist der... Wahrscheinlich ist damit der Hubschrauber gemeint. Ja, ja. Aber ist das... Tja, da müsste man sich halt jetzt auch irgendwie... jetzt schon auf mich. ...reintricksen können, oder? Okay, ich brauche ein bisschen Anlauf. So, Verkleidung suchen und sich dann als General ausgeben oder sowas. Cool. Oder halt... Ja, geil, vier Sterne. Ja, wie soll ich denn da... Du willst dich jetzt aber noch nicht mit allen anlegen, oder? Ab in Hubschrauber und ich will da einen Hubschrauber, ja, klar. Also, ich sag mal, ein bisschen was los hier. Geht's da rum? Nee. Ja, dann fahren wir nochmal raus. Wir hätten uns mal eine Weste mitnehmen sollen. Mhm. Aber sowas fällt einem natürlich immer zu spät ein. Okay, da ist ein Heli. Ein kleiner. Da links ist dann auch da schon, ist schon mal ein Ziel. Panzer. Vier Fahndungssterne. Ich würde mich ein bisschen beeilen, zum Hubschrauber zu kommen. Und da steht er auch schon. Er ist aber fix. Wie kommt man nochmal hoch? Mit RT gibst du Gas. Steige ich nochmal auf? RT, einfach gedrückt halten, der steigt dann schon. Genau. Und jetzt den Militärhubschrauber abhängen. Ja. Ob man die Dings auch fliegen kann hier, die großen? Diese C-130 oder was das so sein sollen, diese Transportdinger? Kann mir vorstellen, ja, weil das ist ja GTA immerhin, ne? Naja gut, die Jumbo-Jets kannst du nicht fliegen. Nee? Nee. Ach. Die sind aber, gut, muss man fairerweise sagen, die sind, die bewegen sich anders, die Jumbo-Jets. Die stehen irgendwo rum und da steigt auch keiner ein. Also die landen dann einfach und fahren irgendwo hin. Also man sieht nie, dass die sich irgendwie so klassisch bewegen. Boah, da in dieser Kanalgegend hier mit dem Jetski rumbrezen ist bestimmt auch lustig. Da zwischen den Sümpfen. Wie willst du denn jetzt abhängen? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Ich weiß nicht, ob wir das generell falsch gemacht haben. Vielleicht hätte man die Mission auch erstmal jemand anrufen müssen oder so. Nö, sie ist klar den Cargo Bob. Jetzt haben wir den Cargo Bob. Da kommst du doch nie unten durch. Oh, oh. Oh. Hm. Ja, scheiße, er ist halt im Arsch. Ja, wie soll das denn gehen?
Okay, versuchen wir nochmal. Das ist doch viel schneller, der. Das ist doch eine Cobra gewesen, oder? Ja, wenn er dir hier jetzt einen Checkpoint anbietet, dann musst du da halt schon auch weg können. Geht halt doch nicht. Musst du dir echt irgendeine eher engere Gegend suchen. Und da, oder irgendwelche Schluchten. Und da dann halt. Hakenschlangen, aber es blinken die Fahndungssterne schon mal so. Ja, aber ich glaube, das ist dem Hubschrauber egal. Ja, das kann sein. Aber ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist der Hammer einfach. Also, dass das so alles so geht. In so einer großen Welt. Hat er jetzt schon das Interesse für da? Er hängt auf jeden Fall schon weit hinten. Ach, schau mal, hier so eine geile holzüberdachte Brücke. Die Brücke ist eine Flussbrücke. Den habe ich nie gesehen, muss ich gestehen. Ich auch nicht, aber wir sind ja auch keine Frauen. Ah, ich gucke schon gerne mal auch irgendwie sowas. Von an. Was gut gemacht ist. Ach, cool. Michael hat die Flugstunde noch längst genommen. Fliegt nicht so tief. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's a heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Mal gucken, wo wir den überhaupt hinbringen müssen. Den können wir ja nicht einfach irgendwo stehen lassen. Wahrscheinlich hier auf den Flughafen, den wir übernommen haben, oder? Na, ein Hangar halt. Hangar halt. Ach Leute, könnt ihr nicht einfach mal auf der Welt noch eine Action-Flugsimulation bauen? Ja. Aber ist doch alles bitte da. Vorher diese schwammige Hubschrauberstaube rausnehmen. Dass die immer so rumeiern, das finde ich nicht gut. Dass der von Grund aus so rumeiert, das ist doch scheiße. Ach schau mal, das ist ja sogar ein Hubschrauber, den wir uns immer nehmen können. Wo ist denn da der Landeplatz? Ach, hier vorne, oder? Ich mach jetzt nichts. In der Vollmondnacht den Hubschrauber geklaut. Sehr schön. Ich mach jetzt nichts und trotzdem eiert das Ding nur rum. Wie detailliert auch die Modelle sind, ne? Also, zumindest für so ein Spiel, was halt so viele davon haben muss. Foto. Schön wär's schon. Ach, guck mal. Die kann man auch sich dann nochmal holen. Also auch auf Webseiten kaufen. Ist das, zählt das jetzt schon als für uns gekauft? Beziehungsweise für die nächste Mission? Wahrscheinlich schon, oder? Für die nächste Mission auf jeden Fall. Also den hast du jetzt erstmal für die den großen Raub am Hafen. Agent Steve Haynes, FIB, Los Santos. Was hatten wir denn noch? Hier sind wir erstmal durch. Das ist unser Flughafen. Das ist eine Side Mission für. Wer ist grün nochmal? Franklin, genau. Ich bringe immer noch die Namen Trevor und Franklin durcheinander. Das ist so krass. Hier ist die nächste Hauptmission. Die wollen wir jetzt noch gar nicht anschlagen. Dann gucken wir uns doch mal die Freaks und Fremde und Freaks an. Das kannst du machen. Ist halt ein weiter Weg, aber. Ja, das haben wir ja einen Hubschrauber. Ach so, du nimmst. Aha, verstehe. Haben wir denn eigentlich den Fallschirm dabei? Nee, glaub nicht. Doch, den haben wir immer dabei. Nee, der war jetzt leer eben gerade. Oder ist das das Zeichen für, der ist dabei? Das ist das Zeichen, dass du ihn halt hier ab jetzt hast. Okay. Aber wer weiß. Wait, was wird der denn jetzt wieder? So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Aber
ob man Hubschrauber auch nochmal pimpen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Wie schnell es jetzt hell wird, merkst du das? Ja. Es ist nicht so lange Nacht, wie es Tag ist, oder? Nee, ist auch gut so. Das muss für nicht... Gibt es also kaum in Spielen, oder? Dass das so... Bei Skyrim oder so ist auch nicht so lange Nacht, wie es Tag ist. Bei Skyrim ist es eindeutig oder? Immer zu lange Nacht, verglichen mit Tag. Weil Skyrim nachts nicht unbedingt besonders attraktiv ist. Bei dem, wie heißt das, Dying Light, was da jetzt die Dead Island-Macher basteln, da haben sie halt auch ganz klar gesagt, ja, Nacht muss halt einfach kürzer sein, ja. Weil sie da das viel anstrengendere Gameplay drin haben. Diese ganzen Fluchtgeschichten und so. Oh! Fast die Baumkrone abgesäbelt. Nee, Moment. Nee? Es tut mir leid, Leute, aber das... Das Licht da hinten, ne? Ist auch wieder super. Morgen. Das ist zu verlockend. Willst du da drauf landen, oder? Wie, wo drauf landen? Ja, achso, was hast du denn vor? Mit dem Hubschrauber durch den Tunnel? Bist du bescheuert? Ja. Bin ich. Ein Tipp, du passt da nicht durch. Warum? Zu breit. Michi meint, er wurde letztens in GTA Online mit dem Hubschrauber im Tunnel verfolgt. Aha. Aber wahrscheinlich war es ein anderer Tunnel. Könnte sein. In der realistischen Simulation Mission Impossible 1 mit Simulationsexperte Keanu Reeves, nee, nicht Keanu Reeves, Tom Cruise, da konnte das Jean Reno auch. Und was Jean Reno kann, das kann ich immer. Das ist jetzt aber nur dann cool, wenn es dann tatsächlich voll die Rotorblätter zusammenfaltet und rumhaut. Aber das macht, das schafft er. Ich komme da wirklich nicht rein, nee. Scheiße. Schade. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er die Rotorblätter nicht berechnet. Aber wir sind hier in GTA. Dreh dich doch nochmal Richtung alles. Sonne, bitte. Ich würde mir das gerne nochmal anschauen. Wow. Alles wird hier berechnet. Wie die Stadt da auch wieder im Nebel liegt, ne? Könntest auf der Kuppel von dem Observatorium mal sein. Ja, krass mit... Mein Gott. Also wir spielen jetzt über 50 Folgen schon und es ist einfach... Das hört nicht auf, ne? Nee, also das Staunen über die Welt, das hört nicht auf. Müsste nicht hier unsere Wohnung sein irgendwo? Irgendwo da, ja. Ist nicht sogar das da vorne auf der Ecke? Ich weiß nicht mehr genau. So. Wo ist denn hier was? Ich glaube hier unten, oder? Ach, schau mal, können wir jetzt mit dem Golf-Typen, aber den haben wir doch gar nicht mit ihm hier. Den haben wir mit Franklin besucht. Moment. Steht der? Der steht, wie eine 1. Motor ausmachen wäre natürlich auch eine Idee gewesen. Ja, das macht er ja von alleine. Ist doch. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap. Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, all that would be my pleasure. Oh. Like that, huh? Yeah. Oh. Maybe something like this. Or like that, huh? You like that? That's enough, huh? Andy. You like that? Stop. Oh. Oh. Please. Oh, hey. Oh. Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We are not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear.
and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Oh, versperren wir ihnen den Weg? Anscheinend. Ja, was haben wir jetzt gewonnen? Eine neue Art von Nebenmission. Den Stars, aber ihre privaten. Die müssen wir jetzt erstmal noch nicht gleich machen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Können wir gucken. Was ist das? Ja, ne? Hä? Nee, warte mal. Ach so, das ist die Hauptmission für Trevor. Ah, genau. Der Raubüberfall im Hafen. Genau, aber irgendwas ist doch neu auch aufgeploppt. Du kannst Ach so, Nigel das jetzt hier, anrufen, das ist Federal. Das sind hier die Geschichten. Genau. Da geht es wahrscheinlich dann irgendwie mit Michael weiter. Genau. Was ist das? Achso, da sind wir. Und? Aber es gibt keinen Auftrag direkt von denen, oder? Ach, das Rennen haben wir schon gemacht. Nee, jetzt gerade nicht, aber du kannst Nigel anrufen, du hast den jetzt als Kontakt. Genau, dass wir da irgendwie die Häuser ausreinnehmen können. Aber das machen wir halt auch irgendwie mal. Machen wir vielleicht als nächstes Mal. Müssen wir uns mal merken. Jetzt machen wir, glaube ich, erstmal ein Päuschen. Genau. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Episode, wenn ihr noch Lust habt, uns dabei zuzuschauen, was wir hier so für Blödsinn machen. Oh. Und wehe, wenn nicht. Servus. Macht's gut. Ciao.